Und moin, da bin ich wieder, eure Annehilde. Ja, und ich bin heute Morgen schon fleißig am Bretterschubsen gewesen, hab mir ein tolles Brett rausgesucht. Naja, mein Mann würde sagen, kann's wegschmieden. Aber gerade weil es so schön alt und ja, benutzt aussieht, kann man eine richtig schöne sommerliche Deko drauf machen. Aber Gläser, alte, brauchen wir auch noch. Und das Brett dient eigentlich nur als Tablett, als Unterlage, wo wir nachher oder wo ich nachher die Gläserchen draufstellen möchte. Aber natürlich müssen wir auch so ein bisschen dafür sorgen, dass auf dem Brett noch ein bisschen was los ist. Und deswegen habe ich hier noch alte Korkenzieher-Haselnusszweige. Die haben wir mal von einer Kundin bekommen. Und ja, da werden sogar die dicken Knüppel nicht weggeschmissen. Guck mal, wie schön die verbogen und verdreht sind. Gerade die sind doch so toll. So, und die lege ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen an der Kante drauf. Einmal, der ist ein bisschen kürzer, der kommt dann hier, der schlingelt sich dann so ein Betten rum. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine Befestigung. Und dann nehmen wir einfach diese Burchiband, also diese Naturkordel. Und dann stülpen wir das so ein bisschen unter dem Brett. Machen dann einen Knoten drauf. So, einmal so. Und dann einmal hier in der Mitte. So, kann man natürlich sehen, dass das ein bisschen festkriegt, aber ja, das geht schon. Nachher kommen ja noch die Gläser drauf, das stützt das alles ja auch noch ein bisschen und dann sitzen die Zweige da auch relativ gut drauf und lassen sich auch wieder gut lösen, weil irgendwann nimmt man das ja wieder runter und macht dann eine andere Deko raus. So, man kann dann nachher natürlich noch mal ein bisschen nachziehen. So, dann wird das noch ein bisschen gekürzt. Ja, das ist ein bisschen locker, aber das ziehe ich gleich noch mal nach. Ja, so geht das schon. Und jetzt geht es darum, wie befestigen wir eigentlich die Gläser auf diesem Brett, damit sie nicht runterrutschen. Ganz einfach, Britta, ich brauche eben meinen Oasis Fix. Wieder was vergessen. So. Ja, Oasis Fix, das ist was ganz Tolles. Das sind ja dieses Kneti, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, oder Knete, die so richtig fest sitzt. Also da kann man wirklich so kleine, schau mal hier, das sitzt schon an den Händen total fest, Knüdelchen machen, ne, so. Und dann nimmt ihr ein Glas, macht das da drunter und dann kann man es so, zack, auf dem Brett drauf drehen so ein bisschen und dann hält das ziemlich gut. Klar, das ist kein Sekundenkleber, muss man sich drüber im Klaren sein, aber zum Hin- und Hersetzen reicht das völlig aus. So, und dann das letzte Gläschen hier erstmal von meinem Sammelsorium. Dies ist übrigens ein Würstchenglas und das sind einfache Weggläser und so ein bisschen in verschiedene Höhen. So, so ganz viel will ich ja noch nicht verraten, das kommt dann so ein bisschen beim Machen. So, aber jetzt geht's ja los. Es soll ja hier auch noch so ein bisschen was passieren und da habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch einfach diese wunderschönen Sukkulenten. Ihr kennt sie, Dachwurz sagt man auch, Donnerwurz. Früher wurden die ja tatsächlich auf den Häusern draufgesetzt, weil sie gedacht haben, das hält den Blitz ab und deswegen hieß es auch Donnerwurz. Ob es geholfen hat, keine Ahnung. So, jetzt brauchen wir, um den Donnerwurz hier drauf festzumachen, auch ein bisschen Klebekit und ein Pinholder. Ne? Das ist so schön, der ist hier so schön gegabelt, da können wir es richtig schön draufsetzen. Und dann stecken wir die hier mal einfach drauf. Auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, ich glaube, ich will so drei Stück nehme ich, ja. Ja, wenn ich hier so am Machen bin, ich weiß ja nie, wie es am Ende aussieht, aber ich muss dann immer so ein bisschen mehr Sachen mitbringen. Ja, ihr kennt das, manchmal habe ich tatsächlich auch zu wenig, aber improvisieren ist alles und das macht ja gerade auch am meisten Spaß, finde ich. So, der letzte. Der kommt hier auf die Ecke hin. Ne? Ihr seht schon, ich habe auch die so ein bisschen schräg verteilt. Hier ein hin, da ein hin, hier ein hin. So, und die habe ich schon mal so ein bisschen mit Moos umwickelt. Also ich habe die so ein bisschen, also die Erde so etwas abgemacht. Ich will nicht so oft bisschen sagen. Etwas von der Erde habe ich entfernt. Oh, das klingt ja noch besser. Und dann habe ich Moos drumherum gewickelt. Ganz normales Moos, das hält die Feuchtigkeit. Und das Gute daran ist, die brauchen ja fast kein Wasser. Hin und wieder mal so ein bisschen besprühen. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass die jetzt auf dem Brett irgendwann mal elendig vertrocknen. Nein, die halten das super gut durch. Und jetzt schaut mal, jetzt können wir die so ganz toll hier draufstecken. So ein bisschen drehen und schon sitzen die dann auch gut fest. Mal gucken, ob mein Moos auch gut genug drumherum gewickelt ist. Ich glaube schon. So, auch hier. Dann können wir das hier auch mal so ein bisschen schräg machen. So, einmal da. Und dann nochmal. Oh, der hat noch gar kein Draht umgewickelt bekommen. Wo ich denn mein Mürtendraht? Britta? Ach nee, da ist es schon. Nee, Britta braucht es nicht, danke. So, da wickeln wir drum.
ganz vorsichtig, vielleicht auch ruhig mal so ein bisschen über die Pflanze rüber gehen. Das macht gar nichts, kann man gleich nochmal so ein bisschen die Blätterchen drüber stülpen, dass man es nicht sieht. Und dann kommt der auch gleich in Einsatz. Ja, und du kommst jetzt hier hin. So. Ja, wir können gleich auch noch mal Moos so ein bisschen nachdrücken, das geht auch alles, aber so fängt ja schon mal an, dass wir so ein bisschen Landschaft drauf kriegen. Ihr könnt natürlich gleich auch noch so ein bisschen mit Zweigen und so weiter, aber was nicht fehlen darf, ist Bollmoos. Gut, das lege ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen dazwischen. Schaut mal, einmal hier, einmal da. Und das Tolle ist jetzt, mit diesen Zweigen und den Gläsern, die ja ziemlich fest drauf sitzen, da ist das auch richtig schön fest drin, ne? Also es verrutscht nicht so leicht. Guck mal hier, das kann man richtig toll reinklemmen. So, dann habe ich hier noch Bonsai, Bonsai-Zweig, der kommt hier nochmal rum. Und ich glaube, ich habe hier auch noch jede Menge Gestrüpp. Irgendwas haben wir hier immer rumfliegen. Einmal Rosmarin, auch das stecke ich hier einfach nochmal so ein bisschen mit rein. So, also da könnt ihr wirklich gucken, was ist vom letzten Mal übrig geblieben. Und das stecken wir dann da halt einfach so ein Büschel rein. So, hier noch ein Büschel und da noch ein kleiner Büschel. So, was habe ich hier noch? Warte mal, ich schaue noch mal. Warte mal, als wenn ihr gleich weglaufen würdet. So, hier habe ich Rinde. Die muss ich noch ein bisschen durchbrechen. Die können wir auch noch mal überall verteilen und reinstecken und rumstecken. Können wir auch mal so ein bisschen am Glas hochlaufen lassen, ne, damit wir auch so etwas ja, vom Glas verdecken können, damit das, es sieht ein bisschen interessanter aus, genau. Aber ich glaube, jetzt nehme ich mal ein bisschen Heißkleber. Ich habe gedacht, ich komme da heute ein bisschen drum herum, aber macht ja nichts. So, guck mal. Ja, nun, Heißkleber und Glas verträgt sich nicht immer so, es hält nicht so hundertprozentig, aber für diesen Zweck, denke ich, läuft das super gut mit. So, und dann habe ich jetzt einfach ein bisschen normale kleine Kieselsteine, natürliche Kieselsteine hier unten in die großen Weggläser gepackt. Hier kommt nämlich gleich eine schöne Pflanze rein. So, jetzt fragt ihr euch, was will die überhaupt machen heute? Kommt da was rein? Ja klar, kommt da irgendetwas rein. Es ist ein Medley vom letzten Mal. Da habe ich euch gezeigt, wie schön ihr einen Wassergarten machen könnt. Und ja, das stopfe ich jetzt hier nochmal irgendwo mit rein. Ich habe jetzt hier unten nochmal so ein bisschen Graumoos verteilt. Da habe ich nochmal so ein bisschen Curlymoos und diesmal benutze ich dieses Giftgrüne. Ja, ich finde das so richtig, das knallt so richtig und das muss hier noch unbedingt so ein bisschen mit rein verteilt werden, nur so ganz kleine Tuffs. Und ihr seht ja, diese Kleinigkeiten, die machen so ein Gesteck so richtig erst aus. Hups, du hast kurz weggeflogen, egal. So, aber ich möchte heute, wie gesagt, so ein Medley machen vom letzten Mal. Tischdeko so ein bisschen mit Wasser, aber auch mit frischen Blumen. Und daher müssen wir jetzt so ein meine Gießkanne, ich habe eine neue Gießkanne, die ist aber sehr voll, Britta, ne? So, da gießen wir jetzt mal so ein bisschen Wasser rein, befüllen die großen Weggläser. Auch das Würstchenglas darf noch ein bisschen haben. Braucht nicht so ganz viel rein, aber hier soll ja so was schwimmen. Ihr könnt es euch sicher schon denken. So, der Rest kommt dann hier rein. So, und dann ist das ja auch schön, wenn man hier noch so ein bisschen was sehen kann, ne? So. Und da nehmen wir, kennt ihr vom letzten Mal, Wassersalat. Wassersalat, das stellen wir hier rein. Und hier, guck mal, das sind die kleinen Kinderchen, die habe ich schon mal abgemacht. Muss man nicht abmachen, kann man dran lassen. Und wenn es so richtig schön warm ist, daran liegt es, wenn sie nicht wachsen, also wenn es kalt ist, es muss richtig schön warm sein. Und bei uns in den Gewächshäusern, da ist so eine richtig schöne Wärme, da wachsen die. Und die kriegen unwahrscheinlich schnell ihre kleinen Ableger. So, hier haben wir noch so ein bisschen Orchiflott. So. Mein Gott, wer hätte sich das früher gedacht, dass man Entengrütze noch mal kauft? Also kein Mensch, glaube ich. Aber es ist einfach schön. Und naja, bevor wir irgendwo stehen und uns da was rausangeln, und das darf man ja eigentlich auch nicht, würde ich sagen, kaufen wir das lieber bei uns im Gartencenter oder bei euch zu Hause. Schaut da einfach mal. Und man kann da richtig schön mit dekorieren. Ihr seht schon, es wird so langsam. Hier kommt jetzt die Bachminze rein. Die habe ich gesagt, die muss sein für eine Tischdeko. Und die habe ich mir schon mal so ein bisschen auseinandergezupft, weil meistens die man kauft, die kriegt man in so großen Töpfchen und die kann man super gut teilen, ne? Guck mal, und wenn die unten immer so ein bisschen Wasser behält, dann bleibt die auch richtig schön und ich sag euch, der Duft ist umwerfend. So, genug geschnüffelt,
es muss noch ein bisschen was passieren hier. Ja, hier, klar, was machen wir da rein? Da können wir natürlich jetzt so einen Schwimmfrosch reinsetzen oder es gibt auch Schwimmfische, Schildkröten. Also wenn das Glas groß genug ist, dann kann man natürlich sowas da reinsetzen. Aber ich habe mir gerade eben was anderes überlegt. Wir haben bei uns auch so wunderschöne kleine Schwimmschildchen und ich dachte, Tischdeko, bisschen Romantik und so, ne? Dann kann man auch noch mal so ein Kerzchen anzünden. Setzen wir das doch mal da unten einfach rein. Und bei diesem Set, zeig euch das mal, ich habe da schon ein bisschen was rausgeklaut, gibt es auch so kleine süße Kugeln, diese hier, auch in verschiedenen Größen. Oh Gott, naja, egal. So, die passen, die, wo machen wir die denn hin? Die können wir hier noch mit reinpacken. Oh, guck mal, jetzt seht ihr, ne, wie schön das ausschaut. So, aber Tischdeko, was muss sein? Ein paar frische Blumen. Und da habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch einfach das Zwiebel-Mettwurst-Gläschen, was jetzt schön sauber gemacht worden ist, auch unten ein paar Steine rein und setzen das hier oben drauf. Das würde ich jetzt allerdings mit ein bisschen Heißkleber festkleben, aber, ach, hier ist auch ein Stämmchen. Am Stamm können wir natürlich auch wieder unseren Superkleber benutzen. Und die braucht ihr nachher nicht wegschmeißen. Wenn ihr das mal irgendwann auflöst, dann nehmt ihr die, knibbelt die da unten so ein bisschen drunter weg und dann in Folie reinlegen und dann könnt ihr es ganz oft benutzen. Ne? So, schaut mal her, den nehmen wir jetzt mal hier ran. Müsste klappen. Mal gucken. Wir gucken einfach mal, ob es klappt. Ja, und dann lass uns doch einfach nochmal zum Drunterstopfen ein bisschen Graumoos oder normales Moos nehmen. Ja, es geht. So, und da habe ich auch die Kieselsteinchen reingelegt. Werde ich euch gleich auch zeigen, warum. Und hier habe ich nochmal so ein Windlicht gefunden. Hatte ursprünglich vor, diese Gläschen zu nehmen, aber das passt jetzt hier nicht mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen umdenken. Und das muss ich, glaube ich, ja, das kann ich da auch so ein bisschen reindrücken. Das hält auch. Nö, da brauchen wir auch nicht kleben. Ist doch super. So, jetzt die frischen Blumen sind dran. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss so ein bisschen Frische kommen, ein bisschen helle Farben. Und was gibt es da? Nichts Schöneres, als wenn man da diese schönen Chrysanthemenblüten, die Kamille nimmt. Ich finde, das hat so richtig noch den Sommer, Frühjahrstouch, ne? Also das sieht richtig klasse aus. Jetzt muss ich mal gucken, hier habe ich noch ein Messerchen und da stecken wir erstmal hier die Margeriten rein. Einfach ein bisschen kürzen, gemischt mit der Kamille, auch die noch kürzen. Ja, man meint manchmal, man braucht da gar nicht so viel abschneiden, aber die müssen schon ganz schön kurz sein. Wichtig ist, dass ihr immer daran denkt, wenn ihr mal mit Schnittblumen arbeitet, im Wasser bitte kein totes Material, also das heißt irgendwelche Blätterchen, die ihr nicht abgesucht habt. Also seid da ein bisschen gründlich, weil dann halten die Blumen umso länger. Ne? Also alles, was hier so ist, abmachen, kürzen, anschneiden, reinstecken. Ah, du darfst sogar noch ein bisschen ab. Ist doch verrückt. So, aber einen kleinen Ticken muss da noch rein. So, der darf auch mal ein bisschen länger rausgucken. Jawohl, wie süß, ne? So, und, aha, fast wieder vergessen. Soll ja ein bisschen farbig sein, habe ich mir gedacht, nehmen wir Rittersporn. So, und deswegen habe ich da unten auch die Steinchen hier reingesetzt, damit man das so ein bisschen stecken kann, dass es auch gut hält. Wir machen das mal so ein bisschen an der Seite. Ja, wo seid ihr denn? Die Steine sind weg oder was? Nein. So. Der Vorführeffekt. Die sind irgendwie alle zur Seite gerutscht. So, jetzt aber. Ah, jetzt geht's. Nicht, doch. Ich muss noch mal ein paar Steine schubsen. Warum will das nicht halten? Das gibt's doch gar nicht. So, ich muss das kürzer machen. Daran liegt das, ich weiß es. Ja, jetzt geht das. Toll, ich wusste, dass das klappt. So, nochmal hier, den muss ich auch ein bisschen kürzer machen. Weil das habe ich nämlich letztes Jahr auch gemacht und das hat super gut mit den Steinen gehalten. Also die sind nicht so verrutscht. Mir geht es ja bloß darum, dass wir hier auch so ein bisschen Farbe noch mit reinkriegen, so ein bisschen die Schnittblumen verteilen. Und das machen wir hier genau so. Da stecken wir die nämlich auch etwas gerade rein. Die Margeritenblütchen. So, dann habe ich hier nochmal eine Distel. Auch die, finde ich, passt hier eigentlich ganz gut zu der ganzen Deko dazu. Ne? Und man muss ja nicht unbedingt, bloß weil ich da eine Distel reingesetzt habe, jetzt auch eine da eine Distel reinsetzen. Nö, machen wir nicht. Das soll ja so ein bisschen abwechslungsreich sein und bleiben und auch schön ausschauen. So, was habe ich hier noch? Ein bisschen Eukalyptus. Auch hier Blätterchen absuchen. Gott, nur ist mir da was reingeflogen. So, der kann da wieder raus. Ach, guck mal, sieht das nicht niedlich aus? So, und das ist eigentlich ein Schwimmfrosch.
Den setzen wir uns jetzt da unten einfach hin. Können wir auch mit ein bisschen von diesem Oasis-Fix nehmen oder ein bisschen Heißkleber. Und ich finde, das ist doch ganz gut, oder? Also das ist doch eine schöne sommerliche Deko mit vielen verschiedenen Facetten. Aber ich habe natürlich auch noch zwei andere Kleinigkeiten vorbereitet. So, überall habe ich jetzt noch mal ein bisschen Wasser nachgefüllt, dass auch wirklich alle Pflanzen gut versorgt sind. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Eine schöne sommerliche Tischdeko auf dem alten Brett mit alten Gläsern. Ja, und ein bisschen, was wir noch an Deko dazu kaufen müssen, sind vielleicht die Sukkulenten. Oder vielleicht habt ihr auch welche im Garten, die ihr benutzen könnt, weil die machen ja unwahrscheinlich viele Ableger. Und ja, es ist, finde ich, wirklich eine schöne, frische Deko geworden, ne? Mit vielen verschiedenen Facetten. Schaut mal hier, das Tolle, auch bei diesen kleinen runden Kugeln, genau, ich kam wieder nicht drauf, ist das Schöne, die haben so ein kleines Löchlein und die können sich auch vollsaugen mit Wasser und man kann sie dann unten als Unterwasserdeko benutzen oder wie hier oben die kleine Kugel, die schwimmt noch so ein bisschen rum, aber vielleicht sinkt die nachher auch noch nach unten und ich finde, das sieht richtig klasse aus. Also hier ist richtig viel zu entdecken oder hier mit der kleinen Schwimmschale und dem Teelicht, auch das geht wunderbar, es sieht schön aus, auch wenn es abends dann so langsam ein bisschen düster wird, ist das einfach nur romantisch. Und die Steinchen unten in den kleinen Gläsern sind wirklich ganz klasse. Da kann man die Schnittblumen so toll zwischenstecken und die verrutschen nicht immer gleich und bleiben da stecken, wo man sie haben möchte. Ja, aber ich habe das natürlich auch nochmal in klein gearbeitet. Für alle, die nicht so ganz viel Platz haben, habe ich hier einfach ein Brettchen genommen von der alten Holzkiste. Hier auch die Gläser in der Mitte mit dem Oasis-Fix festgeklebt. Hier auch nochmal so eine kleine Schwimmkugel mit rein. Ein kleiner Ableger, ein Mini-Salat, ein bisschen Orchiflott, auch nochmal ein Blütchen da rein. Hier irgendwie welche Blüten, aber da habe ich mir gedacht, oh, das muss ich euch noch unbedingt zeigen. Ich hätte es fast vergessen. Schaut mal hier, da habe ich die alten Nägel aus diesem Brett rausgenommen und hier aufgefädelt und hier drumherum gelegt. Ich finde, die kann man nicht einfach wegschmeißen, das geht doch gar nicht. Und hier oben. Am Ende vom Wasser, Bichi Orchiflott, damit auch hier das richtig klasse ausschaut. Ja, ich finde es richtig interessant, auch hier die Wurzeln, wie lang die schön runterfädeln. Ne? Also es sieht so richtig toll aus, eine richtige Unterwasserwelt. Hier die Sukkulenten auch mit dem Pinholder wieder draufgesteckt. Also man kann das wirklich hin und her reichen. Es passiert nichts, aber mein Tisch wackelt hier so ein bisschen hin und her. Den müssen wir auch noch ein bisschen festmachen. So, oder... Für die, die es ein bisschen edler mögen, die sagen so, dieses mega naturhafte ist nicht so ganz meins. Ich habe es gerne ein bisschen richtig edel und schick. Schaut mal hier, habe ich einfach ein Metalltablett mit so einer schönen Metallkante genommen. Hier der Frosch in Silber, ein Herzchen in Silber zum Aufstellen. Und hier ein Windlicht, umfunktioniert zur Wasserschale. Hier ein kleines Sträußchen aus Lavendel und was haben wir da noch drin? Olivengrün, Heidelbeerzweige, nochmal so ein bisschen drumherum gewickelt. Hier kleine Sträußchen rein und schon hat man eine schöne Tischdeko. Also Leute, guckt doch einfach, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt auch ein rundes Tablett nehmen, da das schön drauf arbeiten. Da gibt es ohne Ende Möglichkeiten. Und ich bin echt schon mal gespannt, was ihr da Tolles rauszaubern werdet. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei eurer Tischdeko und freue mich auf viele, viele Fotos und Kommentare. Und vergesst nicht, den Daumen nach oben zu machen. Liebe Grüße aus Ostfriesland senden euch Anne-Hilde und Britta. Tschüss! Tschüss! Und wenn ihr noch nicht genug habt von mir und meinen naturhaften Ideen, dann abonniert doch gleich meinen kostenlosen YouTube-Kanal. Damit ihr nichts mehr verpasst, dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und ich habe natürlich noch ganz, ganz viele Ideen. Das findet ihr unten hier in den Videos.